Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ja, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes einen wahren Aufnahmemarathon hinter uns. Es ist kurz vor 4 Uhr in der Früh. Verzeih, Neb, ich kann heute keine Streitwagen verkaufen. Bei Serapis, ich traue meinen Augen kaum. Das sieht aus wie ein Magi-Abzeichen. Du hast recht. Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nibet? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Erix wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen. Und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Erix weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Das kann ich für dich tun. Zerstöre den Streitwagen am Antalya-Außenposten. Oh, was hängt denn da? Da ist der Streitwagen. Okay, direkt hinter uns. Wann wen auch immer. Es gab einen tragischen Unfall am Holzlager direkt an der Küste. Nefermaat und sein Arbeiter wurden von einer Gruppe ansässiger Nilpferde abgeschlachtet. Wer auch immer uns diese aufgeblasenen Wasserschweine vom Leibe schaffen kann, darf sich an allem zurückgelassenen Wertsachen bedienen. Seid gewarnt, es ist nichts für schwache Mägen. Ich denke, das haben wir schon erledigt. Neuer Ort entdeckt. Antylia Außenposten. Hier schwingen sie zuerst das Schwert und fragen später. Oh, dieser Ort wird schwer bewacht. Zenu, was hast du für mich? Er ist der Chef. Da ist der Schatz. Gut. Wieso hat der Hauptmann den Wagner getötet?
Seine Arbeit war meisterhaft. Wein dem dreisten Bauern nicht nach. Pass auf, hier stimmt was nicht. Hast du recht. Jetzt sterb. Verdammt, du bist kein... Hey, was? Kurz und bündig. Wie zerstöre ich den jetzt? Es so, ist zerstört. Ein Opfer zu Ehren des Wagners, der ermordet wurde. So, und der Hauptmann ist die ganze Zeit einfach in Ruhe am Freten und kriegt nichts mit. Nun gut, jetzt kriegt er erst recht nichts mehr mit. Ein weiterer Kohlenstoffkristall. Gut, aber wir haben noch ein paar Gegner hier vor Ort. Selten dämlich. Du hättest... Komm, ich mach's schnell für dich. Das ist der zweite Schatz. Da ist der Hauptmann. Geht's dir nicht gut? Nein? Mach dich sicher, löse dich. Siehst du? So, das war der zweite Hauptmann gewesen. Der Kommandant und der Hauptmann sind Geschichte. Die Lakaien sind nicht wichtig. So. Alles klar. Ach, wunderbar. Und da ist schon direkt der nächste Schatz. Neuer Ort entdeckt. Krokodilsnest. Okay, und wo sind die Krokos? Oh,
Alter, was ist denn das für ein Riese? Naja, umso größer sie sind, umso tiefer fallen sie. Alter, was für ein Riese. Sehr schön, haben wir uns das Suchen nach diesem Ort schon gespart. Durch Zufall drauf gestoßen, immer wieder schön. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Was? Ich werde dich finden. Und dann war's das für dich. Genau, sehe ich genauso. Ich stimme dir aus vollem Herzen zu. Ich werde dich finden und dann war es das für dich. So, ich denke, wir brauchen dieses Ding jetzt nicht mehr reparieren. Und hier eh nichts. Ups, da bin ich. Hallo. So, und jetzt gehen wir zu der alten Dame zurück. Ihr Mann ist gerecht. Der Schreitwagen zerstört. Und sie flirtet schon. Ehrenvoller Magi, was hast du zu berichten? Ich habe den Wagen zerstört, den Eriks gebaut hat und der von dem Hauptmann aus Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Kein Danke? Nichts? Alles klar. Gut. Schmied. Ah. Hallo, mein Freund. Hallöchen. Kann ich helfen? Wir verkaufen ein paar Sachen. So, erstmal allen Trödel. Verkauft. Hm. Ist gut. Wir haben schon ganz schön viel Geld zur Seite gelegt. Verkauft. Na, Zeno? Geht's dir gut? Ja? Meine Kleine? Oh, süß. Ist gut. Müsste irgendwie schneller gehen, die Sachen zu verkaufen. Verkauf. Ist gut. Wenn er sich nicht selbst verkauft hat. So. Kaufen. Was haben wir denn Schönes? Eisen? Nicht du schon wieder. Okay. Gib den Weg frei. Reibbesitzengerecht. In Ordnung. So, aufrüsten. Vox Populi. Der wird mal bitte aufgerüstet. Sehr schön. Den Jagdbogen von uns.
Noch schöner? So, und der Morgen... Nee, den Morgentanz brauchen wir nicht. So, aber Sonne und Mond werden aufgerüstet. Und damit sind wir auf dem aktuellen Stand. Und da haben wir immer noch 6000 Öcken übrig. Schön! So, was können wir noch aufrüsten? Oh, unsere versteckte Klinge. Nein, wie schön. So, die versteckte Klinge wurde verbessert. Sehr schön. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen noch einen Kohlenstoffkristall, um sie auf eine, ja, legendäre Qualität zu bringen. Und wir brauchen noch jede Menge Kupfer. Kein Problem. Werden wir sammeln. Gut, sehr gut. Dann können wir uns jetzt hier zu dem Fragezeichen begeben und diesen Ort erkunden. So, ihr seht, ich habe Lieschen erstmal in Pause geschickt. Dafür habe ich jetzt den schwarzen Pfeil. Fliege zügig, fliege schnell. Nee, fliege zügig, schwarzer Pfeil. Stirb, du Sau. Hab ich, da stimme ich dir vollkommen zu. Stirb. Stirb, kleines Steinchen, stirb, stirb. Lenk die Sicht an der Mauer. Ich mach weiter. Oh. Kissemeku, für den Kassel. Wir sind im Vorteil. Lenk den Gegner ab. Ich mach weiter. Lenk den Gegner ab. Ich mach weiter. Wow. Er ist zu stark. Verdammt. Noah Hatchet. So, ein kleines Intermezzo nebenbei. Oh. Da, ach, da hängen welche am Baum. Du hast deine Schuld im Blut, Verräter. Und da ist der Schatz. Sehr schön. Ich hab das Ziel in Sicht. Glaub ich nicht. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Halt! Bleib stehen! Aber ja. Tust du auch nicht gut. Ist mir direkt in die Klinge gelaufen. Das war's, da! Zu langsam! Hey! Stirb! Stirb, kleines Schweinchen! Stirb, stirb! Danke, die Götter segnen dich. Geh mir aus dem Weg. Den Gegner auf! Ich muss weiter! Wie viele kommen denn hier noch vorbei? Egal, wir holen den Schatz und weiter geht's. Hey. Okay, es gibt noch einen zweiten Schatz.
meine lieben Soldaten, war es das jetzt? Sonst noch einen Wunsch? Da. Oh, eine Nachricht. Aber nicht für uns. Sehr schön, da haben wir schon den Kohlenstoffkristall, von dem ich gerade gesprochen habe. Taua! Und jetzt noch hier im Osten. Hallo Jungs. Ich müsste eigentlich auch mal die ganzen Papyrus-Rätsel lösen, die wir uns mittlerweile angesammelt haben. Aber ich denke, das mache ich, wenn ich mit allem durch bin. Da wird jemand von irgendwas angegriffen. Wenn ich mal dreimal verraten soll, ist es Nilfert. Aber leider hat er es nicht überlebt. Doch, er lebt noch. Noch eins. Sehr schön. Auch sehr gut geschafft. So, absteigen. So, gesunkenes Schiff. Sebentenos Schiffswrack. Was ist denn das für ein Ort? Alles klar, Schatz plündern, 2 Stück. Erster Streich und der zweite. Plündern wir mal. Exzellent. So, auftauchen, bevor ich hier ertrinke. So, was sagt die Zeit? 25 Minuten. Haben wir noch irgendwas in der Nähe, was wir in den nächsten 5 Minuten noch uns angucken? Könnten, sollten, müssten. Da haben wir noch eine Ptolemäus-Statue. Ansonsten hätten wir eigentlich alles.
Halbes Horn, das brauchen wir jetzt nicht. Der Bereich sieht noch interessant aus. Auch wenn da kein Fragezeichen angezeigt wird, reiten wir einfach mal hin. Alexanders Grab. Das Grab wurde nie gefunden und wird bis heute gesucht. Die Spekulationen über seinen Standort basieren meist auf Karten des antiken Alexandrias. Ja, das stimmt allerdings voll und ganz. So, wir wollten ja mal hier in diese Richtung. Keine Sorge, meine Hübsche, ich hab nicht dich angepfiffen. Ach, ist das der Tempel von der Million Jahre? Na gut, dann waren wir da schon. Dann brauchen wir da nicht noch mal hin. Dann reiten wir hier zur Statue des guten Ptolemäus, der nur darauf wartet, von uns niedergemetzelt zu werden. Und das ist dann auch unser Abschluss für dieses Video, würde ich sagen. Und im nächsten Video geht es dann mit unserer Hauptquest weiter. Suchen wir aber dann erst im nächsten Video raus, in der nächsten Folge. Wow. So, die Statue ist glorreich zerstört. Ja, Freunde, und das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut, ciao, ciao.